Ja, 2:31:53 und am Ende auch mit Krämpfen ins Ziel, aber nichtsdestotrotz, ich habe geschaut, 2016 noch 16 Minuten langsamer unterwegs gewesen, wobei langsamer in diesem Bereich von einem Amateurläufer wie mir schon sehr mutige Aussage ist, das war ja auch schon schnell genug. Wie groß war denn die Freude am Wochenende, als man im Ziel war und eben auch diese Zeit auf der Uhr gesehen hat? Ja, die Freude ist immer groß, wenn es am Marathon halbwegs gut läuft. Ja, jeder, der es selber macht, weiß, es kann ja relativ viel auf der Strecke passieren. Und ja, 2:30 schon relativ lang. Und von dem her, ja, ich war glücklich, dass eigentlich alles so relativ reibungslos geklappt hat. Jetzt haben wir dieses Jahr auch einen neuen Rekord beim Marathon grundsätzlich gesehen. Es gab ja auch ein bisschen Veränderungen, was das Starterfeld anbelangt. Was hat denn da jetzt, sage ich jetzt mal, neben natürlich der persönlichen Konstitution, der Tagesverfassung, noch einen Anteil, dass man so schnell läuft? Kann man da davon profitieren, dass man im Spitzenfeld eben Läufer hat, die noch einmal einen Zacken schneller laufen? Das Wetter, nehme ich an, wird auch eine Rolle gespielt haben. Das waren ja eigentlich ideale Bedingungen. Ja, also für mich war natürlich ideal, dass die Frauenspitze eigentlich neuen Streckenrekord laufen wollen. Ich glaube, das sind so. Und eigentlich genau die Zielzeit, wo ich eigentlich abgehalten habe. Und darum habe ich ziemlich gut an ihnen halten können. Ja, noch einen ziemlich ja, konstanten Pacemaker dabei gehabt. Der hat schon relativ gut geholfen, dass es im Prinzip ja nur am Schluss eine gute Zeit gibt. Für die persönliche Karriere, also neben dem, dass man natürlich eine persönliche Bestleistung jetzt beim Dreiländermarathon, beim Heimmarathon gelaufen ist, der siebte Platz in der Gesamtwertung, was bedeutet das einem auch? Ja, für mich noch relativ viel für die Saison, weil ja eigentlich mache ich ja Triathlon und nicht Marathon. Aber ja, im Prinzip ich war relativ lang krank im Sommer und ja, darum war ich froh, dass jetzt da irgendwas am Schluss, am Ende von der Saison noch ja mir ein bisschen darauf vorbereiten habe können und dann eigentlich da noch ein relativ gutes Ergebnis leisten. Ja. Das heißt, noch mit einem positiven Erlebnis dann in die Pause wird es eh nicht viel sein. Nehme ich an, das Training und die Vorbereitung geht gleich weiter, oder? Ja, ich mach nicht gern Pause. Bin eigentlich nur motiviert über das ganze Jahr. Ja, von dem her, ja, ist jetzt nicht wieder die Vorbereitung auf nächste Saison. Was gesagt, eigentlich Triathlet, was ist vom Anspruch jetzt, vom persönlichen auch, warum lieber Triathlon und Marathon? Was ist da der größte Unterschied? Neben dem, dass man natürlich schwimmen und Radfahren muss, schon klar, es sind andere Disziplinen dabei, aber reiz rein von der sportlichen Herausforderung. Also aus meiner Sicht, ja, die sportliche Herausforderung hat jede Sportart. Für mich ist einfach Triathlon ja die komplettere Sportart. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ziemlich gemerkt, jetzt bin ich knapp 5, 6 Wochen, wo ich mich darauf vorbereitet habe, also explizit jetzt auf den Marathon vorbereitet habe, bin ich wirklich nur gelaufen. Ja, ich glaube, da müsste man Alternativen auch beim Laufen machen. Also ich bin jetzt halt nur gelaufen. Triathlon ist halt kompletter, wenn man schwimmen, Radfahrt und läuft, dann ja, denke mal, tut das dem Körper besser und gut und ja, mir macht es mehr Spaß. Und der sollte auch nicht zu kurz kommen bei all dem, dass es natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist, das zumindest auch schon von der Außenwahrnehmung. Jetzt haben wir in Vorarlberg ein recht überschaubares Feld an wirklich Spitzenläufern, sei es jetzt beim Marathon oder beim Triathlon. Welche Bedeutung hat denn da eben auch dieser Event im Land und dann eben noch die Teilnahme eines Vorarlbergers mit so einem guten Ergebnis auch dafür, dass man vielleicht mehr Menschen dazu überzeugen kann, mehr junge Menschen auch dazu bringen kann, sich für diesen Sport zu interessieren? Ja, ich hoffe, dass es eigentlich was bringt. Ich denke mir, es hilft auch viel. Also ich war mit meinen eigenen Kindern im Kindermarathon am Vortag dabei und ja, das waren ja knapp 2.500 Kinder. Und ja, ich denke mir auch, jeder, wo eigentlich der Sport macht und irgendwann mal irgendwo sieht, ja, man kann auch irgendwie, ja, man kann auch was erreichen. Ja, dass es motiviert und vielleicht den einen oder anderen überzeugt, dass er selber auch versucht, jetzt ein bisschen ambitionierter an die Sache heranzugehen und mehr Zeit investieren und ja, Beste aus sich herauszuholen. Jetzt, was sind denn die nächsten persönlichen Ziele vielleicht auch? Das heißt also, worauf freut man sich auf die kommende Saison am meisten? Was sind die Highlights oder was ist noch so auf der Bucketlist, sage ich jetzt mal drauf, wo man vielleicht auch mit diesem Schwung, den man jetzt da mitnimmt, noch ein bisschen näher gerückt sind? Also mir sind es eigentlich immer persönliche sportliche Herausforderungsziele. Ja, ich habe mir jetzt nichts Spezielles für nächstes Jahr noch vorgenommen, aber ja, im Prinzip geht es mir immer darum, mich persönlich möglichst stark zu fordern und ja, dann über irgendeine, ja, vielleicht nicht allzu kurze Distanz beweisen und selber herauszufordern. Also mir steht das im Prinzip nicht immer die Platzierung im Vordergrund, sondern mehr ja, die sportliche Herausforderung.
Wenn man jetzt eben beim Triathlon die drei Disziplinen ansieht, das Laufen, das Fahrradfahren und das Schwimmen, jetzt beim Marathon, wie gesagt, nur das Laufen, aber was ist denn die bevorzugte der drei? Wenn man sagt, was mache ich am liebsten und was ist das, wo ich mir am schwersten tue damit? Schwierig zu sagen. Also im Prinzip am einfachsten und am liebsten trainieren natürlich Laufen, weil es schnell von zu Hause ausgeht. Schwimmen ist halt immer mit Aufwand verbunden. Man muss erstmal in den Hallenbad, man muss sich duschen, man muss ja, sich umziehen. Das ist immer ziemlich viel Zeit, wo drauf geht. Und von dem her, ja, ich kann zum Glück gut schwimmen, muss nicht allzu viel machen dort. Und darum liegt man mit dir dann relativ gut, weil dann eigentlich Fokus auf Schwimmen, auf Radfahren und Laufen legen kann. Und die zwei Sportarten trainiere ich eigentlich auch am liebsten, ja. Wie sieht es denn auch mit der Unterstützung aus? Neben der vielen Zeit, die es natürlich braucht, ist das natürlich auch eine finanzielle Frage, wenn man in verschiedensten Bewerben teilnehmen muss. Das Equipment muss natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt stimmen. Wie sieht es da in Vorarlberg aus? Ist man da gut aufgestellt? Ja, ich denke mal vor allem über das Olympiazentrum, wenn man im Prinzip Olympisch Triathlon macht oder andere olympische Sportarten, ist man sehr gut unterstützt. Ich denke mal, es gibt, glaube ich, fast kein anderes Land oder sogar Bundesland, wo im Prinzip so eine tolle Unterstützung hat wie bei uns. Also was ich im Prinzip so vor anderen höre. Ja, von dem kann man sehr profitieren. Und ich meine, ja, also man macht ja eigentlich den Sport nicht zum groß Geld verdienen, sondern im Prinzip um seine persönlichen Träume und Ziele zu verwirklichen, und da hat man wirklich sehr gute Unterstützung.